God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my whole life. Jo Leute und herzlich willkommen auf unser Kanal. Ja, wie ich euch im vorigen Video gesagt habe, werde ich euch heute zeigen, wie ihr ganz einfach in Hillcrime Wrestling unendlich Geld bekommt. Ups. Dieses Spiel da kann man verschiedene Autos freischalten und so weiter und ja. Und heute werde ich zeigen, wie ihr da ganz einfach unendlich Geld bekommt. Und das ist auch sehr leicht, da müsst ihr nur jetzt EC Market herunterladen und ja, das werde ich euch zeigen. Also als erstes geht ihr einfach in Google Play. Danach müsst ihr nur EC Market herunterladen. EC Market, ich hab schon, also ich brauche nicht. Ja, wenn ihr fertig mit dem Herunterladen seid, geht einfach da rein. Da könnt ihr einfach jetzt Hillcrime Wrestling schreiben. Ich hab schon noch das erste dann. Und da, wie ihr das seht, Mod Money und Ad Free, also Geld und werbefrei. Aber das Ad Free funktioniert manchmal nicht beim jedem Spiel. Ich hoffe, dass es bei dem funktioniert. Dann müsst ihr die passende Version suchen und einfach installieren. Ich habe es schon einmal schon gemacht, also muss ich jetzt nur ich überspringe das. Ja, wie ihr das seht, wenn es fertig, wenn es bei euch fertig ist, dann öffnen einfach. Und ja, wir wartet. Warten, bis es fertig da ist. Und ja, wie ihr da ganz oben seht. Da steht ja 2.147.000 und so weiter. Keine Ahnung, ja. Dann könnt ihr einfach alle Autos freischalten, egal welcher. Und auch zum Beispiel könnt ihr auch da. Dies könnt ihr auch und das, ja. Und Diamant habt ihr auch. Und ja. Aber wenn ihr. Jetzt werde ich euch zeigen, wie ihr ohne das S-Market aufhören klicken könnt, dass ihr unendlich Geld und Diamant bekommt. Aber dafür braucht ihr Lucky Patcher. Und ja. Ihr müsst einfach Lucky Patcher vom Google Play wieder herunterladen, Links in der Beschreibung geben und auch vom EC Market. Dann, ich hab schon da. Dann da, Patch Menü öffnen. Dann da, Patch für In-App und da. Dann anwenden. Das überspringe ich dann. Wie ihr seht, meine ist fertig, aber leider steht da fehlgeschlagen und da auch alles. Wartet. Ja, auf einem müsste da alles grün sein, aber meine ist rot. Und da muss auch 28,0% Glück sein. Da ganz unten, du hast 0, aber das macht nichts, weil ich habe schon ein Patch vom. Okay, ich habe schon ein Patch vom Play Store herunterladen, also wenn ich zum Beispiel ein Spiel vom Google Play herunterlade, muss ich das nicht machen, sondern ich kann direkt das machen. Und wie ihr wisst, Lucky Patcher braucht der Root und jetzt werde ich euch zeigen, wie ihr auch ohne Root in Lucky Patcher das schafft. Ihr müsst einfach da, wenn ihr keinen Root habt, bekommt ihr nur das da, wenn ihr da beim Patch Menü öffnen drückt, dann müsst ihr zum Beispiel das und ups. Ja, wenn ihr ohne Root machen wollt, müsst ihr einfach Patch Menü öffnen, dann da eine App aufbauen und wenn ihr fertig seid, habt ihr drei Optionen, geht zu Datei
Browser öffnen oder OK drücken. Und ich habe schon das gemacht. Überspringe das. Aber wie ihr seht, meine ist fertig, aber nur wieder fehlgeschlagen. Aber eine muss es bei euch grün sein, nicht rot. Dann müsst ihr einfach geht zur Datei. Und ihr müsst das Hill Climb Racing, was ihr vom Play Store herunterladen habt, die installieren, also löschen. Dann von hier müsst ihr es installieren. Ja. Oder ihr könnt einfach die installieren, wenn ihr fertig seid. Dann, wenn ihr das Dings mit das modifizierte App fertig habt, könnt ihr einfach wieder zurückgehen, das löschen, dann wieder kompilieren und installieren, Lucky Patcher, dann müsst ihr einfach Modified, dann wie ihr seht, da steht Hill Climb Racing, von da könnt ihr da installieren, da. Ja. Und ja, das war's dann mit dem Video. Und ja, ihr könnt, lasst ein Like da, wenn es euch gefällt, und abonnieren nicht vergessen. Ciao.